So, da sind wir auch schon wieder bei der nächsten Aufgabe, nämlich besuche einen einsamen Liegestuhl, einen Radiosender und ein Freiluftkino. So, wo werde ich das Ganze machen? Nicht im Solo-Modus, sondern in den Gruppenkeilen, beziehungsweise zurzeit NFL Rumble. So, was gibt's für Infos sonst noch für euch? Genau, wir haben wieder eine Skin-Verlosung am Laufen. Einfach mal in die Videobeschreibung gehen oder am Ende des Videos das Video einfach anklicken, was euch angezeigt wird. Oder eben oben rechts in der Infobox einfach das Video angucken, teilnehmen. Ist nicht viel zu machen, um Gottes Willen. Ihr unterstützt mich damit. Ich gebe natürlich da wieder ein bisschen was zurück. Und jetzt würde ich einfach mal sagen, denkt dran, wenn ich euch helfen konnte mit dieser Aufgabe oder mit älteren Aufgaben schon und ihr habt wieder zu mir gefunden, dann gerne ein Like da lassen, ein Abo da lassen. Ihr wisst ja, kostet euch nichts. Also, hier sind die Informationen, die ihr braucht. Also, der Radiosender ist hier oben. Also genau hier oben, da ist der Radiosender. Hier ist natürlich die Videoleinwand. Wir kennen das vom Event. Und der Sessel ist genau hier, da wo die kleine Wolke ist. Ist natürlich jetzt richtig bescheiden, wie die Zone ist. Wären wir jetzt im Gegnerteam, wäre die Zone perfekt. Aber ich glaube, wir werden es trotzdem probieren. Weil wenn ich jetzt schon hier hinkomme, wo ich jetzt markiert habe, könnte ich, oder warte mal, oder ich gehe zum Freiluftkino. Im Freiluftkino, die Frage ist nur, wo spawnt die Zone hin? Wenn ich hier hingehe, könnte ich vielleicht noch die Chance haben, hier hoch irgendwie. Oh Gott, das wird ein Krampf. Ach, die Zone ist am Arsch der Welt. Das werde ich nie schaffen. Also, wir werden jetzt was ganz Krankes probieren. Wir gehen jetzt erst hier hin. Von da aus versuche ich zum Kino zu kommen. Also, wir müssen wie gesagt einmal da hinten hin, einmal hier unten hin. Genau da ist das Kino, aber wir gehen erst hier hinten zur Radiostation und dann müssen wir, warte, jetzt muss ich mich selber orientieren. Hier unten der einsame Liegestuhl, wo ist er denn? Da ist er. Ach, da unten ist der, genau. So, aber wir gehen erstmal zur Radiostation. Ach, der nicht Liegestuhl, der Sessel. Das war's ja wieder komplett. So, Radiostation ist eigentlich ziemlich simpel, aber wir werden das safe nicht allein sein. Und ich hoffe halt, wenn wir da keinen Gegner haben, könnte ich eigentlich von da oben wieder rüber zum Kino fliegen. Dann könnte eigentlich mein Plan soweit aufgehen. Aber ich denke mal, irgendeiner wird da safe oben plündern. Aber wir müssen es natürlich probieren. Ihr kennt mich, ich probiere es immer in einem Versuch. Aber eben mit den Äpfeln hat es ja leider auch nicht funktioniert. Aber wir geben natürlich unser Bestes. Weil vielleicht schaffe ich es oben auf die Antenne und kann dann direkt durchziehen. Mein Gegner ist hier unten safe, weil da oben ist die Wand weg. Ach, hier oben sehen wir schon ein Zwerg für die nächste Aufgabe. So, jetzt müssen wir doch eigentlich nur darüber. Nur. So, wir ziehen direkt wieder durch. Sache, wenn hier kein Gegner ist, können wir Glück haben. Ah, da hinten läuft schon einer. Ah, der lässt uns safe nicht durchziehen. Eins, was ich probieren kann, wo ist er hingelaufen? Ich weiß nicht, ob er die Bushaltestelle. Ne, er hat den Tank mitgeholt. Probiere ich nämlich jetzt auf ganz krampfhaft Holz abzubauen. So. Ach, ja, toll. Warum laufen immer, selbst in Gruppenkeile, rennen die Leute einfach blöd durch die Gegend? Dann würde man sagen, gehen wir jetzt erstmal zu dem Sessel, holen wir uns den noch. Ich wusste noch, dass irgendwann da eine Aufgabe hinkommt, weil hier unten bin ich ja schon so oft gelandet an dem Teich. Und ich habe immer gesagt, 100 Pro kommt irgendwann mal was mit dem Sessel da oben drauf, weil der einfach so einsam und verlassen da oben drauf ist. Ja, jetzt kann ich natürlich Dings komplett vergessen. So, zack. Da haben wir den Sessel. Voll so aussichtslos ist das eigentlich immer noch nicht. Die Zone macht nur 1er Ticks. Ich muss halt nur irgendwie an der Farm vorbeikommen. So, schreibt jetzt mal in die Kommentare. Schaffe ich es oder schaffe ich es nicht? Hier in der Runde. Das Problem ist, wenn uns nochmal einer killt, dann glaube ich nicht mehr dran. Eins in die Kommentare. Eins, 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 eins.
Problem ist, ich habe hier auch kein Boot. Ah, da ist noch einer, der wollte auch dahin, safe. Weil die Rampe, die ist natürlich Gold wert. Ah, 150 Holz ist natürlich nicht so viel. Ohne Loot, man kennt es. Für was braucht man Loot? Ach, was ist da hinten schon wieder für eine Aufgabe? Ach, da ist immer noch die Bootaufgabe, die da mir angezeigt wird. Neu. Schon vor 8 Wochen gemacht, gefühlt. Obwohl, es können inzwischen auch 8 Wochen schon sein. Von daher ist das gar nicht so weit hergeholt. So, ihr seht, ich will mich jetzt hier keiner wegholt, aber eigentlich dürfte ich da sogar landen. Außer mich sniped jetzt einer aus der Luft. Dann wäre natürlich komplett vorbei. Und die Katzen sind schon wieder in der Küche. Katzen machen inzwischen mehr Krach als ich. Zack. Und so haben wir alles in einer Runde geschafft. Easy. Und zack, Level 306. So, was probieren wir jetzt natürlich noch? Genau, wir probieren jetzt erstmal noch auf Krampf einen Sniper zu finden. Lol, sie liegt einfach vor uns. Jetzt muss ich nur aufpassen, ich darf dann wirklich nur meine Sniper-Medaille machen. Das war es wieder komplett. Ja, weil es gibt ja diese eine Aufgabe mit dem Schaden machen mit, ich glaube, Sturmgewehr. Toll. Voll ein Lama finden wäre auch mal nicht schlecht. Aber die EP hole ich mir natürlich gerne mit. Ach, guck mal hier, Loot für uns beide. Ich glaube, dann versuche ich hier echt noch zu angeln, so blöd sich das anhört, damit ich die Aufgabe gleich machen kann. Aber wie gesagt, erstmal danke an alle, die jetzt noch da sind. Euer Support ist einfach zu krank, ganz ehrlich. Dun, 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 dun. Das Problem ist, ich darf halt einfach keine Kills machen. Aber es ist halt zu verlockend, ne? So wie die alle da hinten rumlaufen. Scheiß drauf. Der hat schon mal seinen 100er Hit. Obwohl, ich darf eigentlich nur keinen Kill machen. Seinen 100er Hit hat er ja. Habt ihr diese Lags gesehen? Ich hasse dieses Spiel manchmal. Und wenn das dann in der normalen Battle Royale Runde läuft, da kriegt man doch einen Anfall. Ich darf halt nur keinen Kill machen, ne? Ich muss halt nur Leute finden mit vollem Leben. Kappa. Und das wird nicht leicht. Hab ich ihn da oben getroffen? Nee. Mann, oh. Boah, die Endzone ist ja immer anders lost. Die eine Medaille hole ich mir jetzt noch. Aber ihr seht es ja schon am Ergebnis. 10 zu 29. Also manchmal hat man echt in Gruppen keine Runden dabei. Da denkt man sich echt, sag mal, habt ihr eigentlich keine anderen Hobbys außer Fortnite? Das ist ja nicht normal, oder? Gut, aber ich darf hier eh keinen Kill machen. Von daher, alles entspannt. Er ist so schön, keiner verlässt den Saal. Diese Lex, das ist einfach nicht normal. Mann, ey, das kann doch nicht sein. Ey, wie soll man denn da Spielspaß entwickeln? Da runtergesprungen? Jetzt kommt der goldene Sniper.
Na. Boah, doch. Aber ich habe getroffen. Och, hätte ich stehen gemacht. Ja, du bist der Beste. Aber wie gesagt, Medaille abgeholt. Und in dem Sinne sehen wir uns gleich bei dem nächsten Video. Und vielen, 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 vielen Dank für euren Support. In dem Sinne, haut rein.